Jo, hallo, wir waren gerade bei Evil Within und Kevin und ich haben es angespielt, auch wenn Kevin gerade so ein bisschen komisch aussieht. Wir haben so komische Teile geschenkt bekommen, da wenn wir rausgekommen sind. Ja, Kevin, wie fandest du das Spiel so? Ja, also ich fand, bei dem Spiel kann man sich auf jeden Fall tierisch in die Hosen machen. Aber von der Story her war es okay, Grafik auch. Die Steuerung muss man natürlich erst reingekommen, natürlich wie beim neuen Spiel. Aber man hat viele Möglichkeiten, das Kapitel jetzt zu beenden. Das war auf jeden Fall gut. Aber in manchen Szenen, da habe ich mich echt sehr erschrocken. Ja, also ich fand diese Atmosphäre auch richtig genial. Leider durften wir das nicht filmen, das hätte ich gerne gefilmt. Du bist halt in so einen richtig dunklen Raum gekommen, hast eigentlich nur das Licht von den Monitoren gehabt. Und vor den Monitoren standen dann halt so kleine Kerzen. Teilweise. Also bei mir war die Kerze dann auch noch aus. Und bei den anderen war es an. Und das war eine richtig coole Atmosphäre. Und ja, ich fand das Spiel eigentlich auch relativ cool. Hab mich auch zwar richtig erschrocken. Da kam dann immer mal wieder so ein komischer Geist, der dich die ganze Zeit irgendwie verfolgt hat durch das Level. Und du konntest das Ding nicht erschießen. Und ich wusste das beim ersten Mal nicht und hab 3 Waffen gehabt und habe alle 3 Waffen komplett leer auf das Ding geschossen und es ist nichts passiert. Danach bin ich erstmal fett gestorben, weil ich keine Munition mehr hatte. Ja, fand ich relativ cool von der Story. Hast du es eigentlich nicht wirklich viel mitgekriegt, fand ich. Ja, es war halt dieses eine Kapitel und so, aber... Ja. Kapitel 9 halt, das war irgendeine Irrenanstalt, ja. Gell? Irgendeine Irrenanstalt oder sonst was war. Ja. Also, was würdest du dem Spiel von der Wertung geben? Ja, also ich fand es eigentlich sehr vielfältig, wie gesagt. Und also auf jeden Fall 4 Sterne würde ich auf jeden Fall sagen. Ja, ich würde auch 4 Sterne sagen für Leute, die Gruselspiele mögen, so wie Dead Space 1, was ja auch noch ein bisschen gruseliger war wie die danach folgenden Teile, würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Also ich fand, dadurch, dass es natürlich ein anderes Setting ist, ein bisschen cooler als bei Dead Space, aber ja, mir hat es wirklich sehr gefallen. Würde auch 4 Sterne sagen.